geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Bayern München. Heute geht's weiter in der Champions League, und zwar steht der vierte Spieltag in der Gruppenphase an, und wir schauen direkt mal in unsere Gruppe rein, wie es denn da so aussieht. Also die Bayern auf Platz 1 mit 9 Punkten, 3 Spiele, 3 Siege. Danach Atletico Madrid, 2 Siege aus 3 Spielen mit 6 Punkten. Danach Lokomotive Moskau mit 3 Punkten und danach RB Salzburg. Unser heutiger Gegner, 3 Spiele, 3 Niederlagen. Also wenn die noch irgendwie weiterhin in der Champions League oder in der Europa League sein wollen diese Saison, dann müssen die heute Punkte holen. Aber es ist heute nicht einfach, denn Bayern gegen Salzburg, so heißt das heutige Spiel. Und wir schauen direkt mal auf die Aufstellung der beiden Teams. Also bei den Bayern, Robert Lewandowski ganz vorne, links Sané, rechts Gnabry, Mittelfeld mit Choupo-Moting, Goretzka und Kimmich. Ja, Müller ist ja gesperrt, der hat ja beim letzten Mal in der Champions League gegen Salzburg rote Karte gesehen. Dann Alaba, Hernandez, Süle und Pavard im Mittelfeld und im Torhammer Manuel Neuer. So, bei RB Salzburg haben wir heute Daka und Keuter ganz vorne, Junuzovic links, Mwepu zentral, Abwehr mit Dano, Ramaljo, Wöber und Christensen und im Tor Stankovic. Ja, soweit die Aufstellung bei den Teams. Und dann würde ich sagen, wir quatschen gar nicht viel drum herum und wir gehen direkt rein ins Spiel und hoffen auf eine tolle und packende Begegnung mit hoffentlich vielen Toren. Denn das gab es ja im letzten Spiel. Das war ein 3:2 für die Bayern. Und er hier, Robert Lewandowski, hat vor den damals einige Tore erzielt und war eigentlich der Spieler des Tages. So, also da sind wir angekommen in der Münchner Arena, der FC Bayern München gegen RB Salzburg. Die Bayern könnten heute ja eigentlich das Weiterkommen klar machen. Hier sehen wir die Bayern-Legende Philipp Lahm. Und ja, wie gesagt, wenn die Bayern hier und heute das Ding gewinnen sollen, dann sind sie sicher im Achtelfinale. Bei dem Unentschieden wären sie, glaube ich, auch schon so gut wie sicher durch. Aber da sehen wir dann, wie es heute ausgewirkt. So, bei den Bayern natürlich Robert Lewandowski heute ganz vorne mit dabei. Der Top-Torjäger ist am Start. Dann gibt es noch die Champions League-Hymne. Und dann legen wir auch schon los mit diesem Spiel, wo es um alles oder nichts geht für RB Salzburg. Wenn die heute verlieren sollten, dann sollte, glaube ich, nichts mehr drin sein in dieser Champions League-Saison. Und die Bayern, klar, sie wollen ins Achtelfinale. Und jetzt geht's los. Der Schiri pfeift an. Damit läuft der vierte Spieltag in der Champions League-Gruppenphase. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird. Ja, am Ende zeige ich dann mal alle Gruppen, wie es denn überhaupt in den anderen Gruppen so aussieht. Ich habe nur gar nicht geschaut, also keine Ahnung, was in Gruppe B, C, D, E, F, G oder H abgeht. Jetzt auf jeden Fall die erste Chance vielleicht für die Bayern. Leroy Sané, den bekommt er noch stark von Sané und setzt hier erstmal durch. So, Sané zu Goretzka, der sieht da Joshua Kimmich mit dem Abschluss, aber der Verteidiger gut geblockt und erstmal zurück zu Stankovic. Da ist Wöber am Ball und ab geht's über die rechte Seite als Christensen. Wie gesagt, Salzburg muss hier alles geben. Sie brauchen hier Punkte. Aber die Bayern wollen natürlich auch die Punkte haben. So, Robert Lewandowski mal. Lewandowski probiert es im Sprint. Robert Lewandowski sieht in der Mitte Leon Goretzka. Goretzka liegt ihn sich einmal kurz vor. Aber wieder der Salzburger Abwehrspieler dazwischen. So, und jetzt fallen mir die Chance für Salzburg hier zu kommen über Keuter. Da ist ein Wepu. Stankovic wartet vorne schon auf den Ball, aber jetzt bekommt den erst relativ spät. Junuzovic hat auf den Ball gewartet, sorry. So, da war irgendwo ein Foulspiel. Schiri lässt aber auf Vorteil weiterlaufen. Und dann erstmal Salzburg auf Nummer sicher, spielt den Ball hier zurück. Und jetzt durch die Mitte und das ist gefährlich. Und das ist jetzt natürlich die Chance für Robert Lewandowski. Toll gesehen von Choupo-Moting und Lewandowski hat die Chance und den lässt es hier hingehen. Pfostenknaller von Lewandowski und dann, oh, Einwurf hier, da nur mit dem Fehler. Und das muss doch eigentlich das 1:0 sein. Pech für die Bayern. Lewandowski trifft nur den Pfosten, aber der kommt hier direkt schon wieder. So, und da ist jetzt Leon Goretzka und der macht es besser. 13. Minute, die Bayern führen gegen RB Salzburg. Leon Goretzka bringt hier die Bayern in Führung, nachdem Lewandowski sich diese dicke Chance durch die Lappen hat gehen lassen. Macht es dann in der nächsten Situation. Ja, Lewandowski mit der Vorlage und dann ist Goretzka da komplett frei. Kann sich die Ecke raussuchen und hämmert den Ball eiskalt mit rechts ins Tor. Und damit führen die Bayern mit 1:0 zu Hause gegen RB Salzburg. Ja, tolles Tor von Leon Goretzka, der lässt sich auch feiern. Auch von seinen Mitspielern.
13. Minute sein erstes Tor in dieser Champions League-Saison von Leon Goretzka. Gut, aber toll gesehen von Robert Lewandowski, dass Goretzka da so frei steht. Also der war ja wirklich komplett frei, da war ja gar kein Gegenspieler mehr bei ihm. So, das ist natürlich das, was Salzburg nicht haben wollte. Diesen Rückstand. Und jetzt müssen sie kämpfen, die Salzburger. Wie gesagt, sie brauchen hier Punkte. Ausgeschlossen ist nichts. Sie haben auch ein 2:0 in Salzburg aufgeholt. Da haben die Bayern auch 2:0 geführt. Und zum Schluss war das noch eine richtig knappe Nummer. Und da gibt es schon die erste Chance. Und da ist auf einmal der Ausgleich. Süle kommt da nicht hinterher. Und dann ist es... Ja. Dann ist das der Ausgleich für Salzburg. Aber das ist bitter. Süle wird da ein bisschen weggestoßen. Und auf einmal Salzburg mit dem Ausgleich. Hier sehen wir es nochmal. Süle ist eigentlich dran. Und wird dann hier ein bisschen mit dem Ellenbogen weggestoßen. Schiedsrichter sagt, hier, der Bodycheck. Der Bodycheck. Ob man das pfeifen kann, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall der Ausgleich für Salzburg. Ist natürlich wichtig für die Gäste. Und Dakar, Patson Dakar mit seinem zweiten Champions-League-Tor, mit einem wichtigen Tor für Salzburg. Und es ist natürlich die Hoffnung wieder da bei den Österreichern. So, jetzt geht es erstmal weiter. Anschluss für die Bayern ist erfolgt, die jetzt erstmal diesen Ausgleich verkraften müssen. Aber direkt wieder kommen über Benjamin Pavard. Pavard, außen ist Gnabry, aber da gibt es keine Lücke. Salzburg steht sehr defensiv in dieser Situation gerade. So, da ist Lewandowski, weiter geht's zu Kimmich. Gnabry, Choupo-Moting. Und da bekommt der Ball irgendwie Gnabry durch. So, Serge Gnabry! Und mit der Führung! Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung. 22. Minute. Ich glaube, Choupo-Moting wollte den Ball da gar nicht abgeben. Aber Gnabry hat dann einfach angefangen zu rennen. Und da war der Ball mitten in seinem Laufweg. Und dann rein ins Tor. Die Bayern gehen wieder in Führung. Toller Auftakt in dieses Spiel. Und hier geht es wirklich heiß her. Also das ist bis jetzt wirklich ein tolles Spiel. Serge Gnabry, sein zweites Tor dieser Champions League Saison. 2:1, die Bayern führen wieder. Also wir haben hier 3 Tore nach gerade mal 22 Minuten gesehen. Und bis jetzt die Bayern in Führung wieder mit einem Tor Vorsprung. So, Choupo-Moting sucht unten Lewandowski. Verdient ihn ja auch. Lewandowski will rein in den 16er, bekommt aber den Ball dann nicht durchgesteckt und dann verliert er ihn. Und jetzt Salzburg auf dem Weg nach vorne. Gut geblockt hier und jetzt, oh, harter Zweikampf da im Mittelfeld. Aber dann Kimmich dazwischen und raus geht's zu Serge Gnabry. Gerade noch das Tor zum 2:1 erzielt. Jetzt zu Kimmich. Die Fahne bleibt unten. Kimmich will zurücklegen zu Gnabry, aber das ahnt der Verteidiger und bringt dann den Fuß doch noch irgendwie dazwischen. Also, die Bayern wollen hier direkt das dritte nachlegen und das ist jetzt riskant. Gnabry ist dran. Aber jetzt kann sich Salzburg vielleicht doch irgendwie mal befreien. Und jetzt vielleicht über rechts. Da ist Keuter. So, und jetzt haben sie ein bisschen Platz vorne. Die Bayern waren da relativ offen. Da kommt der Ball zum Stürmer und dann ist auf einmal Manuel Neuer da. Dakar bringt dann den Ball nicht vorbei an Manuel Neuer. Halbe Stunde gespielt. Nächste dicke Chance für Salzburg, nachdem die Bayern relativ offensiv standen. So, die Ecke kommt gut rein und Benjamin Pavard dazwischen. Nächster Eckball für die Bayern. Für Salzburg. Junuzovic wieder rein in die Mitte. Sané steht aber sehr gut. Von dem haben wir heute noch nicht so viel gesehen von Leroy Sané. Oh, hier mit dem üblen Ballverlust wollte da durchrennen, aber der Verteidiger bei Salzburg hat ihn da den Ball abgenommen. So, und jetzt die Chance. Gut geblockt aufs Erste, aber Salzburg bleibt dran. Die Bayern müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Salzburg setzt sich jetzt gerade ganz schön vor dem Bayern 16er fest. Gut hier von Sané, stark. Holt sich den Ball und ab geht's über Choupo-Moting. Aber jetzt die Bayern wieder mit der Chance für den Konter vielleicht. Da ist Lewandowski, der sieht Serge Gnabry, Gnabry in die Mitte zu Lewandowski und der bekommt den Ball nicht mehr. Der Verteidiger einen Schritt vor ihm am Ball, aber Alaba setzt nach. So, David Alaba zu Sané. Geht ab zu Choupo-Moting, Choupo-Moting! Probiert's, aber ohne Gefahr. Ah, da steigt er ein bisschen zu hoch dann der Ball. Keine Gefahr hier für das Tor von Salzburg. Es bleibt hier beim 2:1, aber es ist ein knappes Spiel heute. Wir sehen, die Salzburger wollen hier noch lange nicht aufgeben. Die kämpfen hier bis zum letzten Mann. So, da ist Keuter. Gut abgefangen von Süle und dann ist Pavard am Ball.
So, Pavard. Salzburg steht hoch. Aber die Bayern kommen nach vorne. Interessanter Pass, aber Lewandowski am Ball. Und da wird es schon wieder gefehlt. Vorne startet Sané, war glaube ich ein Abseits. So, Sané am Ball. Ja, Abseitsfahne ist oben, schade. Eine Fußlänge. Da kommt der Pass wieder zu spät. Jetzt muss er eigentlich schon kommen. Ja, und dann ist es leider zu spät. So, 40 Minuten rum. Hier in München. Steht immer noch 2:1 für die Bayern. Und dann, oh, der heftige Fehlpass. Kimmich sofort umschalten bei den Bayern jetzt wieder. So, da ist Gnabry. Lewandowski, da startet Choupo-Moting. Gut gesehen, Erik Maxim. Choupo-Moting! Ah, zu harmlos. Zu harmlos platziert. Die Bayern lassen gerade große Torchancen liegen, die sie normal reinmachen. So, nächste Chance. Eckball von Sané. Hernandez kommt nicht hin. Und da kommt auch Choupo-Moting von hinten. Abgefälscht der Ball. Und erstmal kann das Ding hier geklärt werden von Salzburg. Die immer wieder hier deutlich unter Druck geraten von den Bayern. So, Salzburg am Ball. Was machen sie jetzt draus? Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft schon. Da ist Keuter am Ball. Dakar, Keuter. Beide spielen gut zusammen. Und dann Süle und dann der Patzer von Süle. Oder was hat anders? Es war Süle. Niklas Süle lässt sich von Dakar schon wieder austricksen. Zweimal trifft hier Dakar und zweimal lässt er Niklas Süle alt aussehen. Neuer ohne Tor, ohne Abwehrchance. Hier sehen wir uns. Da bekommt er den Ball. Süle hat ihn eigentlich. Aber irgendwie schafft es dann Dakar ihn doch, den Ball abzunehmen. Süle heute nicht ganz auf Höhe. Zweimal patzt er und zweimal kann Salzburg in Form von Dakar das Ding hier ausnutzen. Bitte für die Bayern, 45. Minute, doch noch der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für Salzburg. Das war unnötig. Aber Süle wirkt heute nicht ganz sattelfest. Zweimal sieht er da echt ganz doof aus. Und hier sehen wir es, der Leroy Sané ganz schön abgetaucht heute. Mal schauen, ob er vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen auftrumpfen kann. So, hier die anderen Ergebnisse. Steht überall fast unentschieden, außer bei Olympiakos Marseille. Olympique Marseille gegen Manchester City, da führt City. Sonst über unentschieden, auch Lokomotive Moskau gegen Atletico unentschieden. Interessant für uns. So, Fitness sieht relativ gut aus. Ich lasse Süle mal drin, weil eigentlich ist Süle echt bombastisch hinten, aber heute echt ein Blackouts gehabt. So, jetzt geht's weiter, Anschluss zur zweiten Halbzeit ist erfolgt von Salzburg. Und damit laufen die zweiten 45 Minuten. In München steht es unentschieden, 2:2 zwischen Salzburg, die hier heute alles geben. Natürlich ein bisschen Glück haben, dass Süle ein bisschen neben sich steht heute. Und Dakar ihn ja zweimal an der Nase rumgeführt hat. So, jetzt Benjamin Pavard. Ah, da stehen die Salzburger gut. Muss erstmal wieder Querspiel zu Kimmich. Und jetzt zu Choupo-Moting. So, Kimmich. Und ab geht's nach vorne. Da ist Lewandowski. Unten startet Goretzka. Und da ist Leroy Sané. Der hatte noch nichts vom Schieß. So, und Sané startet bombastisch. Die erste Halbzeit, nichts von ihm gesehen und jetzt trifft er zum 3:2 für die Bayern. Leroy Sané mit dem 3:2 für die Bayern. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir nichts von ihm wirklich gesehen. Und dann ist er zur Stelle. Goretzka sieht ihn und dann schließt er mit links trocken ab, ab ins Netz mit dem Ball. Und damit führen die Bayern wieder. Mit 3:2 gehen hier heute zum dritten Mal in Führung. Und toller Start natürlich für die Bayern in die zweite Halbzeit. Sané, Anpfiff, Schuss und Tor. 50. Minute, fünftes Tor bereits von ihm in dieser Champions League-Saison. Ja, und damit gehen die Bayern wieder mal in Führung. Und wieder mal muss Salzburg hier dem Rückstand hinterherlaufen. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie es diesmal auch wieder schaffen. Das ist natürlich teuer. Das könnte jetzt teuer werden. So, nächste Chance. Vorne startet Choupo-Moting. Oh, Foulspiel meiner Meinung nach. Und so ist es auch. So, Freistoß. Oh Gott, ich habe es immer noch nicht geübt, weil die kommen halt einfach so selten dran. So, wir machen den kurz. Und da kommt Goretzka, legt ihn einmal rum auf den linken Fuß. Aber dann der Verteidiger dazwischen. Trotzdem gibt es natürlich Eckball für die Bayern. So, der kommt von Goretzka. Da ist Süle mit vorne. Und der bekommt den Ball nicht aufs Tor geköpft. Und jetzt Konterchance für Salzburg über Dakar. Gnabry rennt da hinterher, aber Dakar ist auch nicht der langsamste. Wartet aber jetzt auf die Mitspieler.
Hätte eigentlich durchziehen können. Aber da kommt Junuzovic. Junuzovic. Neuer kommt raus und den kann er nicht parieren. Und wieder der Ausgleich. Das ist der Wahnsinn. 3:3. Was für ein verrücktes Spiel am heutigen Tage. Was für ein verrücktes Spiel. 3:3. Wer hätte denn damit heute gerechnet? Ich weiß nicht, ob da neuer rauskommt. Süle und Hernandez waren eigentlich dann jetzt knapp wieder davor. Das hat natürlich Junuzovic gesehen. Neuer will da raus, will noch klären. Aber dann schlägt der Ball schon wieder an. Der Bayern-Trainer versteht es halt nicht so ganz. Drittes Gegentor. Junuzovic und Keuter geht raus. Und jetzt geht's weiter. Schon wieder die Führung hergegeben. Dreimal in Führung gegangen. Und dreimal Salzburg ausgeglichen. Ja, verrücktes Spiel hier heute in der Allianz Arena. So, und da startet aber schon wieder Goretzka. Die nächste Chance vielleicht für den Leon. Goretzka, was ist denn heute los? Schlag auf Schlag geht's hier rund. 59. Minute direkt mit dem Gegenangriff rennt hier Goretzka los und bringt die Bayern zum vierten Mal heute in Führung. Also beide Abwehrketten heute nicht wirklich auf Höhe. Auch hier wieder Goretzka. Ich weiß nicht, wo der Verteidiger da war genau die Lücke zu sehen. Und dann Leon Goretzka mit rechts ins Tor, den lässt er sich nicht entgehen. Wobei der Torhüter Stankovic da fast dran war und die Bayern wieder in Führung. Aber was ist das hier für ein verrücktes Fußballspiel? Leon Goretzka in der 59. zu seinem Doppelpack heute, zu seinem zweiten Tor damit in dieser Champions League Saison. Wahnsinn. Verrücktes Spiel heute. Er hat alles hier angefangen. Leon Goretzka, sein erstes Tor oder das erste Tor eigentlich allgemein heute am Abend in München in der 13. Minute und seitdem Wahnsinn. Wir haben die Stunde jetzt gesehen. Und es steht sage und schreibe 4:3 für die Bayern. Und die kommen schon wieder über Choupo-Moting. Da startet Robert Lewandowski. Von dem haben wir heute noch nicht so viel gesehen. Probiert es jetzt mal aus der Distanz. Ja, Lewandowski ein bisschen abgetaucht. Heute machen mal die anderen die Tore. So, und da ist Leon Goretzka. Unten ist Leroy Sané. Weiter geht's zu Lewandowski. Choupo-Moting. Schickt hier Kimmich. Oh, den muss er machen. Joshua Kimmich, nächste dicke Chance hier für die Bayern. Gut gesehen, gut durchgesteckt, aber dann bekommt Kimmich den Ball nicht platziert. So, Eckball über Leroy Sané bei den Bayern, hoch hinein. Erstmal geklärt und gibt nochmal Eckball. Sané kann gleich draußen bleiben. So, Ecke fliegt direkt wieder rein, wieder hoch. Wieder keiner da bei den Bayern zum Köpfen. So, und das war ein bisschen riskant von Dakar, aber macht er gut. Und ab geht's nach vorne. Da ist er schon wieder, Dakar. Sieht den Mitspielern Getter. Und jetzt Dakar auf dem Weg nach vorne und schon wieder durch. Und jetzt macht er ihn gegen neu. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hattrick von Dakar. Die Bayern eiskalt ausgekontert. Und da gibt es dann nichts zu verteidigen für Manuel Neuer. 4:4, was für ein verrücktes Fußballspiel heute. Ein wunderschöner, ja, das war ein Traumpassweg. Traumhaft dieser Pass. Und dann bleibt er eiskalt und lupft den Ball so ein bisschen vorbei an Manuel Neuer. Rein ins Tor, 4:4, viermal geht Bayern in Führung und viermal gleicht RB Salzburg das Ding hier aus. Hattrick von Dakar gegen die großen Bayern. 70. Minute läuft, da steht, die hätte wechseln müssen. Choupo-Moting tun wir mal runter, ist viel gelaufen heute. Außerdem ist von Gnabry auch nicht mehr so viel zu sehen, für ihn kommt Coman. Und dann bringen wir noch, Goretzka ist momentan echt einer der Besten. Kann ich fast nicht runter tun. Ich bringe mal Sar für Benjamin Pavard. Vielleicht kann er ein bisschen hinten für Stabilität sorgen. So, weiter geht's. Auf jeden Fall Anschluss für die Bayern ist erfolgt. Die Wechsel werden dann bei der nächsten Unterbrechung durchgeführt. Was für ein verrücktes Fußballspiel heute. Beide Abwehrreihen heute wirklich mit dem Kopf wo nicht auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht wo, aber nur nicht hier, wo sie eigentlich sein sollten. So, und weiter geht's. Kimmich, da startet Lewandowski, da startet aber auch Gnabry, aber keiner der beiden kommt da an den Ball ran.
Jetzt Achtung, Salzburg lauert jetzt natürlich auf den Siegtreffer. Da ist ein Götze. Weiter geht's im Wepu. Und da ist der K, der Bayern-Schreck heute. 3 Tore gegen Bayern, das kann er sich mal dick im Kalender hier markieren. Denn das schafft, glaube ich, nicht jeder. Und ab geht's nach vorne. Und jetzt ist die Chance schon wieder da für Salzburg. Jetzt müssen die Bayern sich hier konzentrieren. Alaba ist im Zweikampf gefordert. Ball geht zum Mitspieler bei Salzburg. Sané hilft jetzt hinten auch ein bisschen mit aus. Aber Salzburg bleibt dran. Die haben jetzt die Torchance natürlich. Das ist die nächste Chance. Neuer ist da. Und dann, oh, Süle fasst hier die Ballverlust. Und jetzt gibt es die Unterbrechung. Weil, wieso sieht denn jetzt Goretzka gelb? Ich habe keine Ahnung, wieso jetzt Leon Goretzka hier gelb sieht. So, die Wechsel ist bei den Bayern. Ich würde sagen, wir legen den letzten Wechsel auch nur direkt nach. Goretzka hat gelb gesehen, da tun wir ihn auch raus. Ziehen Tolisso zurück. Und bringen jetzt für ihn Costa. Ach nee, wir können gar nicht mehr wechseln. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Was war unser letzter Wechsel? Unser dritter, ich weiß gleich gar nicht mehr. War es Sar, oder? Kann sein. So, da ist Alaba. Tolisso neu auf dem Platz, hat natürlich nur Kraft. Und er geht jetzt erst ein paar Meter. So, da ist Lewandowski und da startet Goretzka. Leon Goretzka legt nochmal ab zu Coman. Und er ist drin. Und da kommt der Choco, macht das Ding 5:4 für die Bayern. Was für ein verrücktes Spiel am heutigen Tage. Goretzka kann ihn selber machen, legt aber ab zu Coman. Das war extrem riskant. Ich glaube, das war nicht unbedingt so geplant. Und dann Coman mit voller Wucht. Frisch im Spiel und rein in die Bude. Die Bayern gehen zum 5. Mal in Führung. Und jetzt sind wir mal gespannt. Können die das jetzt endlich mal über die Bühne hier bringen? 9 Minuten nur noch zu spielen. Coman mit seinem ersten Tor in dieser Champions League-Saison. So, Wechsel nochmal bei Salzburg. Und jetzt haben wir hier 9 Tore gesehen. Und die Bayern haben 4 kassiert und Salzburg 5. Und deswegen führen die Bayern momentan mit 5:4 in einem spektakulären Spiel, wo es wirklich alles zu sehen gibt. So, da ist Ramaljo. Ja, Lewandowski. Er heute beim Torspektakel bis jetzt immer noch ohne Tor. Und Achtung, Salzburg kommt. Die wollen den Punkt. Die haben den sich erkämpft eigentlich. Dann das Foul von eigentlich das Foulspiel. Und dann. Wie gesagt, die Abwehr bei den Bayern heute nicht ganz auf Höhe. Und jetzt Sar. Der hat noch Kraft. Der kam erst frisch rein. Und Kingsley kommt auch vorne auch. Der startet zwar los, aber Sar bleibt hier am Drücker. So, da ist Leon Goretzka. Goretzka. Dann vertändeln sie so ein bisschen. Und jetzt Achtung, sofort wieder Salzburg auf den Weg nach vorne. Da ist Okugawa. Gegen Alaba. Okugawa passt weiter. Jetzt ist natürlich die Chance immer noch da hier für Salzburg. Die letzten Sekunden laufen. Salzburg nochmal am Drücker am Bayern 16er. Die Bayern müssen den Ball jetzt holen. Kimmich und Sar auf den Ball für das Spiel und Kimmich mit dem V-Spiel. Da reicht es ihm dann. So, und das könnte jetzt natürlich die gelbe Karte noch geben. Ermahnung? Was, ich habe es nicht mitbekommen. War das jetzt eine Ermahnung? War das jetzt rot? War das gelb? Ich habe keine Ahnung. So, vielleicht die letzte Situation jetzt für Salzburg. Hoch hinein in die Mitte und... drüber. Drüber und das müsste es so jetzt eigentlich gewesen sein. So, langer Ball nochmal zu Kingsley Coman. Den bekommt er auch irgendwie. So, Kingsley Coman, Lewandowski, Coman. Und dann der klägliche Abschluss. Aber egal, das bringt alles Zeit. Und Schiri pfeift ab. Was für ein Spiel. Und damit stehen die Bayern im Champions League Achtelfinale. Salzburg kämpft unglaublich. Dakar der beste Spieler heute. 3 Tore gegen die Bayern. Aber diese 3 Tore reichen zu keinem Punkt. Ja, da kann er sich gar nicht so wirklich drüber freuen. Und die Bayern damit sicher im Achtelfinale der Champions League Saison. Der Titelverteidiger souverän ins Achtelfinale. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz die Tabelle an, wie es denn bei den anderen Gruppen so steht. Aber was war das heute für ein verrücktes Spiel? 5:4, Salzburg war bärenstark und hätte hier locker einen Punkt verdient gehabt. Beste Spiele Leon Goretzka, Lewandowski hat ein bisschen untergetaucht.
sind wir von ihm so gar nicht gewohnt. Und Dakar, ja, er hat heute die Show gemacht, aber zum Schluss hat es sich gereicht für Punkte. So, ich mache ganz kurz das Interview und wir sehen uns dann gleich zu den Gruppentabellen. So, und wie angekündigt, schauen wir uns jetzt nach dem vierten Spieltag der Gruppen jetzt mal die ganzen Gruppen ganz in Ruhe durch. Also Gruppe A, die Bayern souverän, 4 Spiele, 4 Siege. Danach Atletico Madrid, die haben ihr Spiel gegen Moskau gewonnen. Dadurch sind sie jetzt mit drei Siegen aus 4 Spielen auf Platz 2 auch schon eigentlich so gut wie sicher durch. Lokomotive Moskau auf Platz 3 mit 3 Punkten und Salzburg auf Platz 4 mit 0 Punkten. Die sind sicher schon mal raus aus der Champions League, aber hätten noch theoretisch die Chance, vorbeizuziehen an Moskau und in die Europa League zu kommen. So, dann kommen wir zur Gruppe B. Da sieht es ganz schön eng aus. Inter Mailand auf Platz 1 mit 6 Punkten. Dann Real Madrid auf Platz 5. Schachtir Donetsk auf Platz... Real Madrid auf Platz 2 mit 5 Punkten. Schachtir Donetsk mit 5 Punkten auf Platz 4. Und Gladbach mit 3 Punkten auf Platz... Was rede ich eigentlich jetzt gerade für einen Blödsinn? Also Donetsk auf Platz 3 mit 5 Punkten und Gladbach auf Platz 4 mit 3 Punkten. Ihr wisst, was du meinst. Ihr seht die Tabelle. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So, aber das ist echt so die Gruppe der Unentschieden. Wahnsinn. 5 Unentschieden aus 8 Spielen insgesamt. Also ist echt ein bisschen verrückt, die Gruppe. Gut, dann die Gruppe C. Manchester City, auch 4 Spiele, 4 Siege, souverän. Und danach Olympique Marseille, Olympiakos Piräus und der FC Porto mit 4, 4 und 2 Punkten dahinter. Da ist alles nur offen. Aber City ist auch schon sicher weiter. So, dann die Gruppe D. Der FC Liverpool ist souverän mit 12 Punkten. Eigentlich schon, ja, auch schon sicher im... Wobei, ja, vielleicht Bergamo und Ajax, wenn die beide Spiele gewinnen und Liverpool beide Spiele verliert, dann könnten sie da vielleicht was drehen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. So, dann die Gruppe E. Oh, der FC Sevilla auf Platz 1, vor Chelsea, dann Rennes und dann Malmö. Malmö ist ja schon ganz schön abgeschlagen, aber Sevilla, Chelsea und Rennes, die machen hier auch noch ein spannendes Duell. So, dann die Gruppe F mit überraschenderweise Lazio Rom auf Platz 1, nicht Dortmund. Der BVB auf Platz 2. Das einzige Spiel, was sie verloren haben, war das gegen Lazio Rom. Und dann Dynamo Zagreb und Club Brügge, die schon abgeschlagen. Also hier steht auch schon fest, Lazio Rom und Dortmund beide im Achtelfinale sicher. Dann Barcelona auf Platz 1 vor Juventus Turin. Dann kommt die Lücke zu Kiew. Also Barca ist hier auch schon im Achtelfinale sicher qualifiziert. Und hier haben wir ja, Manchester United auf Platz 1 vor Paris. Und RB Leipzig, ja, die haben eigentlich nur eine Minimalchance, hier weiterzukommen. Aber eigentlich sollten das Man und Paris machen. Gut, soweit zu die Gruppen in der Champions League. Ja, die Top-Vereine spielen hier favoritisch sehr gut. Aber ich würde sagen, wir machen Schluss für heute Morgen. Top-Spiel gegen Leverkusen in der Bundesliga. Platz 1 gegen Platz 2. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt's einmal, bis zum nächsten Mal. Ciao.